Willkommen zurück zu Kingdoms and Castles, dem Spiel, bei dem wir eine Welt zubauen. Haben wir hier eigentlich schon... Ja, wir haben den zweiten Ballistenturm schon gebaut, sehr schön. Das Megator. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen eingewöhnen, weil ich das Spiel schon längere Zeit nicht mehr gespielt habe. Ich weiß noch, beim letzten Mal haben wir die 1000 Leute erreicht. Na gut. Im Moment haben wir 997, aber das ist okay. So, unser Team war es. Wir wollen mehr davon haben. Und natürlich. Wollen wir hier weiterbauen? Das darf nicht ungenutzt bleiben. Ich glaube, ich erinnere mich, wir hatten das letzte Mal auch hier das. Genau, bis dahin zu Ende gebaut, soweit wie wir konnten. Noch ein Stück. Nee, da kann man tatsächlich nicht mehr. Wenn wir das hier drüben entwickelt haben, dann können wir weitergehen, das nächste Stückchen Land weiterbauen. Vielleicht macht es dann Sinn, dass wir dann einfach hier zu Ende basteln, also hier das Stückchen zu Ende bauen. Dann haben wir unsere Hauptinsel zumindest auf der einen Seite richtig ausgebaut. Dann können wir hier noch ein ganzes Stück nehmen. Ja, ich weiß, wir haben hier sehr, sehr viel Land noch. Das möchte ich aber eigentlich am liebsten zum Schluss bebauen. Oder wenn doch, dann für Nahrungsmittelproduktion hernehmen, weil gerade das kann man hier auf den Piers seltsamerweise nicht machen, weil Bäume und Felder wachsen da nicht so gut. Ich habe keine Ahnung, warum. Und wie sie da alle herkommen und Zeug bauen, das finde ich super. So. Da bauen wir noch mal ein Stückchen Haus. Nachteilig ist, hier hinten ist halt kein Wasser. Hier müsste ich dann quasi Aquädukte hinlegen. Oder ich muss das Ganze entsprechend so bebauen, dass wir da nur produzierendes Betriebe haben. Getriebe, das ist der Unterschied. Das heißt, das Ding brechen wir auch wieder ab. Das macht vielleicht da keinen Sinn, aber wir können dann hingehen und sowas wie Blacksmith brauchen wir nicht. Köder wäre eine Sache. Ich baue hier jetzt erstmal großes Lager. Dann braucht der Kram zumindest nicht hin und her transportiert werden. Und Lager, hier haben wir ja zwei kleine, aber die werden kurz oder lang sowieso wieder wegkommen, das weiß ich. Das ist Eisen, das ist gut. Ah, stimmt. Das ist aber Holz. Haha. So, die Sachen holzen wir mal ab. Dann kann man nämlich da auch die Minen bauen, auch wenn wir sie jetzt eigentlich nicht so stark brauchen, außer vielleicht die Steinemine. Also die Quarry. Hier hinten sollte ich wahrscheinlich noch sowas bauen. Aber ihr könnt gerne mal darüber abstimmen oder mir in den Kommentaren sagen, wie euch Kingdoms and Castles gefällt. Ich weiß ja, es schauen ein paar Leute von euch.
Dadurch, dass wir eigentlich jetzt schon zwei neue Major-Versionen haben und die Karte von Anfang an dabei haben, also dabei gehabt haben, haben wir jetzt eigentlich schon einige Features nicht drin, die wir eigentlich hätten drin haben können, wie zum Beispiel das Süß- und Salzwassersystem. Ich glaube, die Kartengröße hat sich geändert mit neuen Versionen und solche Dinge. Ich würde euch gerne von euch wissen, wie sieht's aus? Sollten wir, wenn wir hier Kingdoms and Castles weiterspielen, lieber eine neue Karte anfangen? Oder sollen wir überhaupt Kingdoms and Castles spielen? Wie ist da eure Meinung zu? Weil, ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen ja eigentlich immer wieder das Gleiche. Wir bauen und bauen und bauen und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann langweilig wird. Ich meine, gut, ich spiele es gerne, ohnehin. Das ist ein schönes Spiel für zwischendurch. Aber ich fürchte halt, dass es euch irgendwann langweilig wird, die immer zugucken möchten. Und wenn ihr sagt, eigentlich lieber nicht, dann können wir mal drüber nachdenken, ob wir stattdessen vielleicht lieber was anderes spielen und den Montagsslot für andere Dinge freimachen. Okay, die Mafia baut also auch mit. Gut zu wissen. Und unter den Bedingungen können wir dann natürlich sagen, wir nutzen das Ganze lieber für was anderes. Beziehungsweise Montagsslot, Schwachsinn, Dienstagsslot. Dann nehme ich da lieber irgendwas anderes Schönes, Altes auf. Oder was heißt Altes? Kingdoms and Castles ist ja nicht alt. Irgendwas Schönes, was nicht so AAA ist, wie das Spiel hier halt, aber trotzdem Spaß macht zum Zuschauen. Dann schauen wir mal. Was und wo und wie. Ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr Wünsche habt, die auch noch mit reinschreiben. Das dürft ihr natürlich jederzeit tun. Wenn ich das Spiel dann auch zur Verfügung habe, werde ich das Ganze auch gerne mit euch spielen. Das auf jeden Fall. Ausgenommen, es ist ein schöner Plattformer. Plattformer, sprich Jump'n'Runs sind nicht meins. Da werde ich vielleicht 2-3 Folgen machen und danach werde ich sagen, Alter, das regt mich so sehr auf. Das lasse ich sein. Oder das macht so wenig Spaß, das lasse ich sein. Wir haben auf jeden Fall genügend, was wir hier tun können. Das ist ein Barrenland. Na gut, da kann auch der Baum weiter wachsen. Wir haben hier noch Unusable Stone. Hat den denn niemand weggeräumt? Leute, Leute, Leute. Muss man hier denn alles selber machen? Moment, ich mach den mal weg. Stone available to query. Den sollte ich nicht wegmachen. Ja, du bist angesetzt. Ach, jetzt ist auch der Schnee weg. Jetzt kann ich es auch besser erkennen. Sehr schön. Gerade eben war alles weiß, da wir nicht sehen können, was was ist. Dann machen wir nämlich auch mal ein bisschen mehr Platz auf unserer Hauptinsel, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so haupt ist. So, da verkaufen uns alle möglichen Schotten Kram. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt nicht, was ich davon haben möchte. Ich könnte im bestenfalls Zeug verkaufen. Zack, 190 Leute. Jo, die Armee ist wieder voll. Dann bist du der Nächste, der rekrutieren darf. Ich glaube, ich könnte mal wieder schnell machen. Weil das habe ich nämlich... Alter, meine Stimme. Das habe ich nämlich, glaube ich, die ganze Zeit immer so gemacht. Ja, und auch daran erkennt man,
manchmal ist es halt so, dass ich... Ich will das nicht. Manchmal habe ich halt ein paar Tage dazwischen. Versuche das mal ein bisschen schön zu machen. Bei anderen Sachen muss ich das wahrscheinlich dann nochmal abändern, aber für die Jungs kann man es ja trotzdem versuchen. So. Du solltest bereits Wasser liegen, hoffe ich. Ansonsten müsste es ja möglich sein, dass wir sagen. Hier ein Reservoir oder sowas hinbauen. Ich lasse da jetzt erstmal nur eins bauen. Das werde ich nicht befüllen. Das werde ich wahrscheinlich von hier irgendwo anders befüllen. Dafür werde ich wahrscheinlich hier ein Stück Mauer hin und her setzen müssen, schätze ich. Das Ding ist dann doch schon ein bisschen größer. Ja, es braucht... Es braucht nur einen Platz. Das ist gut. Können wir nämlich da unser Frischwasser sammeln. Dann werden wir doch mal bespaßen. Wir werden hier unser Reservoir hinsetzen. Kann man das erhöhen? Nein. Könnte man hier entsprechend ein Aquädukt lang bauen, das irgendwo anders Wasser abliefert. Hier hinten zum Beispiel und da und solche Sachen. Jetzt baue ich erstmal das da. Das ist natürlich eine Sollbruchstelle, das ist sehr doof. Da müssen wir natürlich drumherum bauen. Ich weiß auch nicht, ob... Mach das jetzt erst so. Kann ich denn da drüber ein Aquädukt bauen? Nein, kann ich nicht. Das ist natürlich doof. Ich hätte mein Aquädukt schon gerne über dem Ding gebaut. Also über unserer Befestigung, dass wir einmal da drüber bauen können. Das geht offensichtlich nicht. Nein, nicht da. Heute bin ich nicht so präzise, wie ich sein möchte. So. Auf die Art und Weise tut nämlich jeder von diesen Bogenschützen auch den Nachbarturm direkt mit beschützen. Ja, die Mauer wird irgendwann größer werden, keine Sorge. Eines Tages werden wir das machen. Vermutlich werden wir hiermit anfangen mit der Insel, aber erstmal bauen wir das hier. Oh, das ist ein bisschen heiß da. Das ist nicht so gewollt. Wenn es weit genug vom Dienst weg ist, muss man damit rechnen, dass Sachen manchmal ein bisschen anfackeln. Das war leider dummerweise unser Lager, da waren Dinge drin. Aber wir sind ja lernfähig, deswegen bauen wir es. Gleiche Stelle nochmal. Na komm. Ich will mehr davon bauen. Das hat doch vorher auch immer funktioniert. Jetzt auf einmal die letzten drei Sachen. Logisch. Das Ding, also dieses die
Aquäduktdinge sind jetzt auch das allererste Mal, dass ich sowas verwende. Aber das wisst ihr ja, weil ich habe Kings and Castles nebenher, also nie nebenher gespielt, außer am Anfang mal, um zu schauen, wie sich's spielt. Das ist jetzt auch gute Zeit her, also das war ganz am Anfang, als es rausgekommen ist. Da habe ich mal geschaut, funktioniert das so, kann man damit gut spielen? Ich wollte gerade sagen, bitte durch das Tor, danke. Vielleicht hätte ich das Tor auch in die Mitte setzen können. Naja, das kann man ja noch machen. Das Tor. Da ist das Tor. Dann machen wir das so. Theoretisch könnte ich hier eine ganze Reihe voller Tor machen. So, mittlerweile müsste dann auch hier. Könnte man noch irgendwas hinsetzen? Da ist auch eine Granary. Ich mache das jetzt einfach. Ich setze das so ein. Ein Bäcker. Hier haben wir dann noch ein bisschen Platz für Dinge. Jetzt eigentlich woanders hinstellen. Ich muss es aber nicht. Ich glaube, ich setze hier einfach kleine Einzelhäuschen hin. Ich weiß, die sind natürlich besser, wenn sie direkt nebeneinander liegen, aber man muss ja nicht alles haben. Das Ding ist jetzt gefüllt, das ist schön. Da ist aber keinerlei Zugang zu dem Well. Das heißt, ich baue jetzt hier hinten einfach mal eins hin und schau mal, was passiert. Stores water provides irrigation. Connected to aqueducts or Moria. Moria müsstest du eigentlich sein, oder? Ja, du bist Moria. Bauen wir hier nämlich auch was Schönes hin, dass das Ganze verteidigen kann. Abgesehen davon, dass das hier sowieso eine Ecke ist, Ecken sind ja immer gut verteidigt bei mir, das kennt ihr ja. Und dann setzen wir hier noch meine Nachbarn für den Jungen ein.
gehe heute nicht offen durch. Oder fast. Ja, und was das Experiment mit dem Aquädukt geben wird, das werdet ihr dann einfach nächste Woche erfahren. Wenn es dann wieder heißt Kings and Castles, weil die Folge ist jetzt schon wieder rum. Das geht richtig schnell. Ich nehme jetzt nochmal eine Folge auf, dann habt ihr nämlich noch eine Woche Zeit, euch zu entscheiden, ob wir weiterspielen wollen oder nicht. Und dann werde ich das Ganze mal aus, was in den Kommentaren steht. Antwortet zahlreich, antwortet viel. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Wie auch immer. Tschüss.